Hey meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Objektiv-Review und heute führen wir uns das 37-105 von Minolta, das neue Objektiv von mir, zu Gemüte. Und ich erzähle nicht mehr wieder so viel, weil in der letzten Folge habe ich gemerkt, in der letzten Episode habe ich gemerkt, ich habe viel gelabert. Deswegen, kurz und knapp, ob das Ding sich lohnt oder nicht, würde ich sagen, viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. $37.105, dann eure Klappe. 37 Euro hat das Ganze gekostet für ein 37mm Objektiv. Was für ein Running Gag. Ich sollte aufhören mit der Scheiße. Gut, alles klar. Kommen wir wieder back zum Geschäft, ja. Kleiner Running Gag am Rande. Aber fangen wir an mit den konkreten Sachen. 3,5er Blende bis 16er Blende abblendbar. 37-105mm mit einem geilen Adapter. Auf der Panasonic Lumix G70 lohnt sich der ganze Shit eigentlich nicht. Denn Anwendungszwecke sind eigentlich nur für Landschaftsfotografen oder für Leute, die auf geile Objektive stehen, große Objektive stehen, dicke Klopper stehen. Die kaufen sich sowas. Aber sonst eigentlich Anwendungsbereich überall. Ihr könnt damit überall Fotos machen, wo es hell ist. Merkt euch eins. Bei Dunkelheit bringt euch auch eine 3,5er Blende nichts. Und auch eine Taschenlampe von der guten Taschenlampenfirma, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber LED Lenser, das habe ich ausprobiert auf dem Last Play und ich war fucking irgendwo nah dran, ich konnte mir keine vernünftigen Shots ziehen, es sah mega scheiße aus, weil das Taschenlampenlicht nicht gereicht hat für das Objektiv. Wir haben eine große Linse, das heißt, wir brauchen ganz viel Licht, um das einzufangen. Das wollte ich auch nicht glauben, aber umso größer die Linse, umso mehr Licht brauchen wir, umso kleiner die Linse, umso weniger Licht brauchen wir. Ja, was heißt das jetzt aber? Jetzt erklärt es auch, warum Objektive mit 3,5er Blende so eine große Linse haben, damit sie ganz viel Licht einholen können, weil sie wenig abblenden können. Deswegen ist auch das 100er deutlich kleiner als das 37-105. Seht ihr? Der Kranz ist einfach viel kleiner. Aber der Anwendungsbereich ist hier natürlich viel cooler. Also auf jeden Fall ein Objektiv für Porträtbilder. Ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen hier. Porträtbilder. Wir können damit Landschaftsfotografie machen. Wir können damit Rolling Shots machen. Wir können damit einfach irgendwelche Objektive fotografieren. Das funktioniert. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil es ist ein schweres Setup. Das heißt, wir können auf jeden Fall das Bild ausgleichen und kriegen keine verwackelten Sachen rein. Die Schärfe bei dem einstellbaren Objektiv ist auf jeden Fall cool. Auch wenn das Fokuspeaking ein bisschen spinnt. Ich weiß nicht, ob es an meinem Objektiv liegt oder generell, ob ich was daran verändert habe, aber eigentlich nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es so ein bisschen am Objektiv liegt. Ich bin noch am rausfinden, wie. Auf jeden Fall schweres Setup. Das heißt, ruhige Bilder können wir damit ziehen. Wir können damit auch Cinematic-Aufnahmen machen, was ich jetzt auch nicht geglaubt hätte, aber es funktioniert. Es sieht bloß halt nicht so cool aus bei 3,5er Blende, bin ich jetzt mir ehrlich. Bis 16er Blende können wir abblenden, das heißt, wenn doch zu sehr der Lensflare reindrückt, ja, können wir ein bisschen abblenden. Das Coole ist ja noch eine Makrofunktion, das heißt, wir können auch ganz nah ranzoomen und was Cooles machen. Braucht man? Ja, nein, weiß ich nicht. Ich war mit dabei, deswegen konnte ich es nicht entscheiden. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich bin kein Makrofotograf, deswegen benutze ich das auch nicht. Ich habe es für Landschaftsfotografie benutzt, aber die Bilder sind alle Schrotze geworden, weil ich mich nur erstmal an Zoom-Objektiv erstmal gewöhnen muss. Aber für Anfängerfotografen auf jeden Fall ziemlich cool geeignet, weil sie haben was zum Zoomen und jeder Anfängerfotograf hat das erste Objektiv, ist ein Kit-Objektiv und das zoomt und ist keine Festbrennweite. Auch wenn ich dafür bin, dass Anfängerfotografen Festbrennweiten benutzen müssen, damit sie auf jeden Fall eine andere Perspektive rauskriegen, weil man dann versteht, der Sinn dahinter ist, ich muss mich bewegen, um geile Fotos zu machen. Das ist meine Ansicht, aber im Endeffekt ist das jedem selber überlassen und jeder Anfänger holt sich auf jeden Fall wieder ein Zoom-Objektiv, weil er daran gewöhnt ist, rauszuzoomen, reinzuzoomen, ja, sich nicht zu bewegen, obwohl die Bewegung des Fotos ausmacht und wie das Foto aussieht. Deswegen schwören einige auf Zoom-Objektive. Ich bin eher so einer, eine Festbrennweite macht mich dann doch lieber glücklicher. Ja, Alex macht eine Festbrennweite glücklich. Keine Ladies, sondern Festbrennweite. Das heißt, wenn du jetzt da draußen bist und sagst, den finde ich ganz süß, bring eine Festbrennweite mit, dann wird das was. Nee. Joke, Spaß beiseite. Aber kommen wir nun wieder zum fotografischen Optik, ja? Also schweres Setup, wir haben ruhige Bilder. Wir können damit richtig coole Bilder machen. Wir können damit ganz schnell rangehen und einzelne Szenen rausnehmen. Wir können auch nur einzelne Objekte fotografieren, die mega cool aussehen sollten. In meinem Fall sollten, ja. Aber auf jeden Fall, die Farben sind ganz neutral von Minolta her. Analogfarben sind immer neutral. Was uns natürlich in der Nachbearbeitung viel mehr Kreativität rausbringt, anstatt wenn wir so ein digitales Objektiv haben, wo schon knallige Farben drin sind, ist die Nachbearbeitung umso schwerer, weil wir gewisse Farben einfach nicht mehr herausziehen können. Das ist halt auch ein großes Vorteil oder ein großer Vorteil von dem Objektiv. Mehr gibt es darüber eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass ich es jetzt gerade abgeschraubt habe. Adapter vielleicht noch. Kann ich auch unten in der Beschreibung verlinken. Kostet 25 Euro. Dann könnt ihr die Dinger ranmachen. Aber es gibt nicht viel darüber zu sagen. Außer, dass ihr damit richtig geile Shots ziehen könnt. Weil es so schwer ist. Weil ihr es stabilisieren könnt. Weil ihr es mit beiden Händen machen könnt. Weil ihr nicht irgendwie ganz kurz greifen müsst. Ja, nur so mit zwei Fingern. Sondern ihr könnt auch wirklich mit der ganzen Hand das festhalten. Gerade machen. Also es gibt schon verschiedene Punkte. Und ich bin ja immer einer. Ich rede sehr, sehr viel gerne um einen heißen Brei. Deswegen habe ich jetzt nur die wichtigsten Daten genannt. Um zu entscheiden, braucht man das nicht. Also ich bin der Meinung, da ich ein Minolta-Objektiv-Fan bin, hole ich mir einfach alles. Im Endeffekt müsst ihr das selber entscheiden, was ihr haben wollt. Ich kann es nur weiterempfehlen und sagen, das macht ziemlich cool damit Spaß, so ziemlich cool Spaß damit zu fotografieren. Das ist ein Satz, Leute, den habe ich auch noch nicht gebildet. Nee, es macht ziemlich Spaß damit zu fotografieren und ich finde einfach, wer ein Analog-Fan ist von analogen Objektiven, der sollte sich einfach alles mitnehmen, was er kriegt. Auch wenn man das braucht oder nicht, da haben wir wieder die Entscheidung, braucht man das? Nein, habe ich es mir geholt. Ja, warum?
keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, ich finde, es kann viele Einsatzbereiche geben und lieber eins dabei zu haben, eins nicht dabei zu haben, um es zu brauchen. Das ist die Ansicht dahinter. Ich hoffe, ihr seid aus meiner kleinen Review kreativ geworden, konntet ein paar nice Infos für euch rausziehen. Unten sind nochmal ein paar Objektive von mir, die ich habe verlinkt auf einer Minolta-Seite, wo ihr die alle holen könnt. Die Preise variieren, je nachdem, ob ihr es bei eBay Kleinanzeigen oder auf einer Minolta-Seite kauft. Ich kann euch nur empfehlen, eBay Kleinanzeigen. Da müsst ihr halt bloß gucken auf seriöse Käufer, ob antworten, ob die Kundenrezension ist. Dann kriegt ihr auf jeden Fall auch ein cooles Objektiv und 37 Euro ist, glaube ich, unschlagbar. Aber das war es jetzt von mir erstmal wieder. Freut euch auf die nächste Episode, wenn ich das 100er vernünftig vorstelle. Wieder mal eine kurze Variante. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war's von mir. Haut erstmal rein, macht's gut. Ciao.